Wegler, wir hatten schon mal Spaß im Spezialcup. Wollen wir diesen Spaß nochmal wiederholen? In der Ego-Perspektive. Ja, wollen wir? Na, wenn du es sagst. Die Regenbogenbogenstrecke. Was ist denn los mit mir? Ich glaube, die Ego-Perspektive macht mein Hirn matsch. Weil es tatsächlich jetzt bei mir auch an dem Punkt ankommt, wo mir schlecht wird. Und das ist selten. Eigentlich habe ich keine Motion Sickness. Ich kann ja auch im Auto Bücher und sowas lesen. Das können sehr viele Menschen nicht, was ich ein bisschen nicht verstehen kann, aber naja. Ha! Wegler! Wir haben noch nicht mal die Regenbogen. Wie viele Bogen gibt's denn noch? Die Regenbogen. Das waren ein paar zu viele Bogen. Ui, dann. Das ist eine Katastrophe. Das ist schon wieder so ein Chaos-Part. Irgendwas habe ich mitgenommen, was ich nicht mitnehmen wollte. Und auf ein neues. Oh, gleich daneben. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es lustig finde, wie Wickler schreit, wenn er runterfällt. Dieser schöne, gequälte Schrei. Nein, habe ich noch nicht. Dann habe ich es jetzt gemacht. Kannst du bitte mal auf die Strecke wiederkommen? Alles klar. Im Grunde. Und das war miserabel. Also Kinder, wenn ihr jemals mit mir mit Auto fahren solltet, ihr wisst, was euch blüht. Gut, so schlecht fahre ich nun auch wieder nicht. Und außerdem bin ich eigentlich, was hohe Geschwindigkeiten anbelangt, beziehungsweise im Allgemeinen, was Geschwindigkeiten anbelangt, also das ist jetzt so nicht mein Problem. Ich komme mit den langsamen Geschwindigkeiten nicht klar. Ich bin ein Speed-Junkie, was Autos anbelangt. Ich brauche Geschwindigkeit. Und die kann mein kleiner Teufel nicht wirklich ab. Wir haben fast drei Minuten gebraucht. Oh Gott. Zwei Minuten 25? Willst du mich verarschen? Ich gab gerade für Donkey Kong ins Bergland. Nee, halt, das ist Mario Kart Wii Strecke. Für die Donkey Kong Strecke gerade 3 Minuten gebraucht. Da war ich ein bisschen vor. Oh nein. 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 Das finde ich nicht super. Das finde ich noch weniger super. Aber wenigstens kriege ich Münzen. Will ich es riskieren? Alles für die Wissenschaft. Ich fahre gerade solider als gedacht.
Irgendwas hat das Spiel noch sich ausgedacht. Ah, da ist mein Herz kurz stehen geblieben. Ah je. Ich probier's nicht nochmal. Alles klar. Die Dinger sind anscheinend aus Beton. Urplötzlich. Oder ist. Nein. Wir sind. Das ist ja noch zerbrechlicher. Ja. Jetzt habe ich einmal nicht hingeguckt. Was passiert? Ich fahre Offroad. Das war falsch. Das war super. Das war grottig. Ja, also den Heinz von Nintendo kriege ich nicht eingeholt. Was? Das. Oh Gott. Wegler, das Best of sollte nicht in eine Dreiviertelstunde gehen. Bossers Festung. Ich glaubte mich zu einem Sinnwegler, dass wir da nicht super waren. Oder? Jo, willst du nur bitte noch fliegen? Komm mal runter von deinem Höhenflug. Okay, dann halt so. Ach, warum klappt es denn nie? Ach, nicht mal meine Pilze wirklich behalten, stimmt ja. Oh Gott. Oh Gott, was? Ich merke hier relativ selten, wenn ich runterfalle, aber das war offensichtlich, Mann. Ah, fuck. Ich hab gleich keinen Bock mehr darauf. Ich brauch die Münzen. Digga, kannst du mir den Gefallen tun? Jetzt wäre ich schon zum Sachs. Ach, come on! Oh, wir haben es mal hingekriegt und Scherben. Ha! Sprechen ist ein Unfall. Ach, come on. Wie oft soll das noch passieren? Meine Güte. Was soll denn das? Wo ist denn das jetzt schiefgelaufen? Ach, vergiss es doch einfach. Du kannst dieses ganze Ding schon wieder. Als ein Best aufnehmen. Und da haben wir noch nicht mal die Regenbogen-Boulevard hinter uns. Ernsthaft? Wie konnte man dagegen fliegen? Was war mit Lagito falsch?
Ich komme mal kurz vorbeigucken. Nee, ich hab doch keinen Bock. Der war ja schnell wieder weg. Immerhin kann jetzt nicht schief gehen. Und wieder nur eine Münze. Fuck. 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 Das gibt es nicht. Wickler, irgendwas mache ich mit dir falsch. Einmal konnte ich mit dir gut fahren, habe ich 2 Sterne geholt. Und was ist jetzt so falsch? Gefühlt alles. Ich war eine Minute schlechter als der Typ von Nintendo. Ist das peinlich? Nein. Oh Gott. Willst du mich verarschen? Wie hast du 2:10 hingekriegt? Okay, ich nehme Wetten dafür an, ob ich unter 4 Minuten ankomme. Es ist eklig, dass du nicht siehst, wo die Strecke aufhört. Warum driftest du da lang? Ach komm on, du bist doch so blöd, wie du lang bist. Und nochmal runter. Und nochmal runter. Was ist denn falsch mit dir? Du sollst nicht den Münzen ausweichen, ich brauch die. Wie gut, dass du jetzt da warst, Band. Oh Gott, der DS blinkt. Der DS blinkt. Nein. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Komme ich noch irgendwie schnell ins Ziel? Der blinkt. Kriege ich wenigstens irgendwie die Möglichkeit schnell dadurch? Könnte Glück haben, aber so wie ich mich kenne, nicht. Oh Gott, mir wird schlecht. Ich sehe nicht, wo ich lang gehe. Okay, stopp. Nicht die Switch runterreißen. Ich hoffe, man hat den Radar im Hintergrund nicht gehört. Ansonsten habe ich ein Problem, weil ich das ins Best-of mit reinschneiden muss. Habe ich jetzt einen richtigen Kopfhörer? Ja, habe ich. Oh Gott. Ja, alles klar. Und schon verkackt. Mit den 2:10.
Aber so schlecht war ich jetzt gar nicht. Ich meine, ich komme bei 42 ins Ziel. Ich hatte sogar recht, ich komme genau bei 240 ins Ziel. Das war jetzt wirklich nicht so schlecht dafür, dass ich so oft runtergefallen bin. Und mein DS einfach vollkommen am Abblättern ist. Das ist das Problem vom 3DS, vom New 3DS und New 3DS XL. Die blättern irgendwie ab.